wichtig, ja? Socke und Wasser ist, wenn man für den Schlitz raus, muss man halt Wasser trinken. Ja, Wasser. Socke und Wasser ist, wie der Teufel und zwei Wasser. Ja. Ein bisschen Video ab und zu, ist das okay? Du kannst machen, wie du willst. Ich mache so ein bisschen Werbung damit, ja? Ah ja, ist ja gut. Dann muss ich die Mütze absetzen. Ja. So. Also das, er war früher, weil er gesagt, der türkische war Chef, war früher, was im bei dem Travel? Ja, bei der Agentur, Reiseagentur. Auf Bali, ja. Auf Bali, ne? Auf Bali und jetzt selbstständig. Ja, Komodo ist natürlich schlecht, da kann man nicht hin. Ja, jetzt geworden. Das ist ja einer, aber die haben es ja begründet, ne? Ja. Dass weniger Touristen kommen und dass das halt geschützt wird, ne? Ja, so ist es. Aber das wäre schlecht für die Einheimischen. Also das, ja. Wenn zu wenig Leute da kommen, ja, dann gibt es überhaupt kein Geschäft. Oder ja, dann ist nur wenig Geschäft. Wer, ne? Wer will da, wer geht da hin für das viele Geld, ja? Nee, das will keiner. Oder vielleicht gibt es auch schon halt reichen Leute, die das zahlen wollen, aber es wird ja nicht so optimal, ja. Dann werden die dann sich die Einheimischen dort beschweren und sagen, also es gibt nicht, ja, also wir können nichts leben damit, ja, wenn es immer mal die Regel immer so bleibt, ja. Genau. Ja. Aber das ist halt die Regierung. Manchmal sind die arrogant auch, ja. Ja, ich finde, was hat es vorher gekostet? Was? Was war vorher der Preis? Vorher war nur, wie viel war da? 25 Euro, glaube ja, ich. Ja, ich gesagt, komm, wir machen 50 pro Person und das wäre ja noch gerne, ja. Ja. Jetzt ist das 250 ja. Euro. 200, ja. Überleg mal. Pro Person, ja. Da kommt ja noch Kosten für die Fahrt, das kann auch schon sehr teuer sein. Ja, also das ist zusätzlich 250, ja? Der Eintritt. Ja, der Eintritt, ja. Ja, wir sind hier hoch, oben hier, du. Ja. Wie viel? 1000 Meter? Na, also vielleicht um die 500 vielleicht erst, ja? Schnee kommt noch hinter. Na, das gibt überhaupt nicht bei uns, ne? Es ist zu warm, ne? Ja. Ja, ist auch schon Regenwald, zwischendurch da, Palmen, ja. Aber was mich immer wundert, guck mal, hier ist jetzt ja Hochsaison, quasi wie Sommer, ne? Mhm. Oder keine Regenzeit. Das ist jetzt gerade Trockenzeit. Trockenzeit noch, ja? Genau. Also Regenzeit gibt, ist erst am Regenzeit November, ja, ab November. November bis bis März, ja, April, ab und zu Mai, ja. Guck. Ach, da gibt's alles. Ja, die leben auch hier oben auf dem Berg, ja. Mhm. Also dann, also einfachen Häuser haben die dann, ja. Waren auch schon betroffen von Erdbeben, da gibt es dann auch schon ein paar neue Häuser, neue Moschee mit Wellblech, ja. Also wenn die Dächer aus Wellblech sind, ja, dann heißt das, die waren betroffen, ja, von den Erdbeben. Von Erdbeben, ja. Ja. Und dann haben die dann so Unterstützung vom Staat bekommen, ja. Also jede Familie hat so um die 3000 Euro bekommen, so etwa 50 Millionen, ja, pro Familie, ja. Aber das reicht nicht natürlich, das ist ja schon wenig Geld, heißt es. Ja. Das kann man kann damit überhaupt kein Haus bauen oder nur ein bisschen ganz einfach Häuser. Schulkinder. Ja. Wo ist Schule? Ja, die Schule ist irgendwo hier. Die tragen jetzt so.